Hallo und herzlich willkommen zur ersten heroischen Herausforderung im Militärviertel. Also der siebte Boss haben wir jetzt schon und das ist der gute Razubius. Schenkt den Gedankenkontrollsteinen neben Razubius gar keine Beachtung. Na doch, das werden wir machen, allerdings in einem bestimmten Art und Weise, damit er sie auch für uns nutzt. Für das Ganze habe ich hier das Copycat-Tank-Deck zusammengestellt. Es ist ein Kopierdeck für einen Priester, das allerdings vollgespickt ist mit allen möglichen Tanks, damit wir uns mehren können. Also ihr seht auch schon, wir bekommen beide Gedankenräube gleich angeboten. Beide werden wir jetzt wahrscheinlich... Wir könnten beide drin lassen, um die Chance zu erhöhen, falls er wieder irgendwie seine ganzen Tierchen irgendwie behält. Oder wir nehmen das Ganze raus. Ja, es ist eine schwierige Frage, aber ich denke, ja, einen nehmen wir raus. Wir können ja noch Chancen haben. Ich möchte auch noch vielleicht ein inneres Feuer mit drin haben. Okay, ein Tank, das ist gut. Erste Runde. Wir werden jetzt in der ersten Runde, können wir hier direkt den Tank spielen. Oder wir machen einfach gar nichts, aber wir spielen auf keinen Fall in der ersten Runde gleich den Stein. Weil jetzt strengt er sich nämlich an, coint sogar extra und spielt einen Meisterschwertschmied, um die Schüler halt eben zum buffen. Das können wir natürlich perfekt für uns nutzen, weil jetzt lohnt sich natürlich, sie dann zum Übernehmen. Weil der eine macht ja nochmal einen Schaden extra. Und damit lohnt sich das Ganze einfach jetzt dann langsam aus. Außerdem... ja, wir machen es noch einmal. Wir probieren es nochmal. Er haut ihn auf die 3 hoch, allerdings nicht permanent. Und den haben wir leider damit verloren. Naja, was soll's. Ach, ich habe gehofft, der Meisterschwertschmied zieht es vielleicht drüber in die andere Richtung. Aber naja, jetzt können wir sie uns holen. Das heißt, wir ziehen sie schön nach unten. Und... ja, können zum Heilen, könnten wir noch einen Brunnen und hauen ihn noch weg, damit er einfach ihn nicht weiter buffen kann. So. Nächste Runde haben wir dann 4, dann können wir zur Not beide kopieren, je nachdem wie viel Glück wir haben. Er hat den ersten weggehauen, vielleicht kriegen wir auch einen Us. Jawohl. Als erstes mal schauen wir mal, haben wir die Chance? Natürlich kriegen wir was Blödes, nur diesen blöden Tank, der eigentlich, wenn möglich, vermieden werden sollte zu spielen. Wenn wir einen Tank bei uns drauf haben, der unter 10 hat, ist es sinnvoll, den sofort immer zum Spielen und auch zum Traden zu benutzen. Und wir sollten schauen, dass wir möglichst immer 2 Tanks auf dem Feld haben. Das war's. So, okay. Ich fürchte den Tod. Okay, er spielt den Großen. Und den sollten wir, wenn möglich, vernichten, wenn es geht. Okay, er bufft ihn hoch. Und wir haben sogar Glück, wir bekommen einen Schattenwort Schmerz. Damit können wir natürlich den zweiten Tank wegschauen, dass wir hoffentlich eine schöne Karte bekommen. Da kommt unser zweiter Tank. Und jetzt können wir hier natürlich aufräumen, das heißt zum einen kommt jetzt endlich dieser Meisterschwertschmied weg. Wir kopieren uns die 3 Karten und da bekommen wir auch schon die Waffe, die wir jetzt dafür nutzen können, 40 Schaden auf ihn zu machen. Also jeweils, ja, zweimal auf ihn draufhauen, dann hat er 40 Schaden weg, das heißt wir müssen eigentlich insgesamt nur 15 Schaden bei ihm weghauen. Und das ist eigentlich die ganze Taktik, die wir eigentlich hier in dieser Hero-Runde auch ansetzen. Das heißt, zum einen ablenken und zum anderen halt eben möglichst viele Tanks immer auf dem Feld haben. So, wir brauchen wieder 2 Tanks und ich glaube, jetzt müssen wir den blöden Tank hier leider spielen. Den kriegt er mit seinem 4 nicht weg, das heißt, er muss die Waffe spielen und kann uns höchstens damit 4 Schaden ins Gesicht geben. Ja, es bleibt uns leider nichts anderes. Und er hat sogar noch den schwarzen Ritter drauf. Okay, das ist natürlich blöd.
Und damit bekommen wir jetzt natürlich die gesamten 20 komplett ins Gesicht. Und das darf uns jetzt eigentlich natürlich nicht mehr passieren. Also das heißt, wenn wir jetzt nicht schön irgendwie was machen, dann haben wir ein Problem. Übernehmen können wir den schwarzen Ritter leider nicht. Also gehen wir ins Kopierwerk und schauen mal, was wir hier haben. Wir bekommen Scharmützel, bringt uns nichts. Und wir bekommen noch das Todesstreitross. Dann machen wir auf jeden Fall mal die 20 Schaden ins Gesicht. Da haben wir noch 7 runterhauen. Da liegen 3. Pferd macht 2. Und der Tank macht jetzt noch gar nichts. Aber... ja, es bringt nichts, wenn wir den Schwertschmied übernehmen. Damit sind wir zu langsam. Er hat Gott sei Dank keine Waffe oben drin gerade. Aber ja, also Pferd, damit kann man eigentlich, glaube ich, nichts falsch machen. Und wir schauen, er hat 6 Schaden jetzt auf dem Board liegen. Wir haben 13, das heißt, wenn er jetzt keine Waffe zieht, sieht es gut für uns aus. Er macht 4 Schaden. Okay. Alle beugen sich meinem Willen. Der geht auf unseren Tank, der geht ins Gesicht und er hat Gott sei Dank keine Waffe gezogen. Und damit haben wir eigentlich gewonnen. Mit dem Us. Sehr schön. Ja, den können wir noch spaßeshalber ein bisschen spielen. Brauchen wir nicht mehr, haben alles drin und wir ziehen rein. Gut, das war Razubius, also eigentlich ja, ein bisschen tricky. Beachtet einfach am Anfang das mit den Steinen, beachtet, dass ihr möglichst immer 2 Tanks auf dem Feld habt und dann sollte das Ganze eigentlich kein großes Problem sein mit Razubius. Das Deck habt ihr jetzt auch gesehen, ihr könnt es gerne kopieren und ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Gebt einen Like nach oben und abonniert den Channel und dann sehen wir uns gleich zur nächsten Runde bei Gotik. Bis dann! Hearthstone, Heroes of Warcraft. Fluch von Naxxramas, ein Hearthstone-Abenteuer.